Menschen in München wird Ihnen präsentiert von der Legion Akademie München. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Und ich begrüße Sie heute zu einer Sendung, bei der geht es um Paarbeziehungen. Ich begrüße zu diesem Thema Dr. Beatrice Wagner. Sie ist Paartherapeutin und Sexualberaterin. Und ich begrüße Dr. Stefan Boinoff. Er ist Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Herr Dr. Boinoff, mal eine etwas provokative Frage. Es gab ja in den letzten Wochen und Monaten nicht viel Ablenkung für uns alle. Wir mussten uns mit unseren Partnern oder Partnerinnen intensiv beschäftigen. Bei einigen klappt das, bei anderen klappt es eben nicht. Und man hat sich dann auch ziemlich angeödet. Vielen fällt dann ein, dass vielleicht eine Paartherapie hilft. Jetzt die Frage, wer eine Paartherapie macht, lässt sich danach ohnehin scheiden? Fragezeichen? Nein, um Gottes Willen nicht unbedingt. Also die meisten Menschen, die zu mir kommen, ich mache ja auch Paartherapie, lassen sich danach nicht unbedingt scheiden. Es kann passieren, aber wenn sie sich dann tatsächlich scheiden lassen, dann wissen sie auch, dass es der richtige Weg ist. Also eine Paartherapie führt häufig zu einer Klärung. Manchmal wird, meistens eigentlich muss man sagen, üblicherweise wird geklärt, welche Probleme es gibt. Und man versucht eben Lösungswege zu finden. Und das kann im Guten auch helfen. Auch in Corona-Zeiten waren viele Paare auch bei mir. Und üblicherweise kommt man dann schon auf einen guten Weg. Aber natürlich, man kann nicht verhindern, wenn Leute wirklich nicht zueinander passen, dann ist es vielleicht auch der richtige Weg, dass sie sich scheiden lassen. Ja, und Sie, Frau Dr. Wagner, Sie sind ja Sexualtherapeutin. Um zu klären, was ist denn eigentlich Sexualtherapie? Ja, das werde ich regelmäßig auf allen Partys gefragt. Da habe ich immer eine ganze Traube von Menschen um mich herum. Denke ich mir. Da noch als Frau darauf eine Antwort zu geben, das ist besonders. Ja, manchmal sage ich es dann schon gar nicht. Dann sage ich, ich bin Familientherapeutin. Naja, gut, also Paar- und Sexualtherapeutin. Man denkt ja immer, Sexualität, das liegt einem so im Blut. Das ist ja evolutionär vorgegeben. Ja, die Vermehrung, das kann man schon, da braucht man keine großartige Therapie dazu. So hat das ja alles hier, die ganze Evolution stattgefunden. Aber wir leben ja jetzt lange und leben auch lange mit, möchten auch gerne lange mit einem Partner zusammenleben. Und da kann das manchmal schon problematisch sein, immerzu die Lust aufrecht zu erhalten. Wie macht man das? Und da kann schon mal sein, dass man da zum Beispiel den Ratschlag einer Paar- und Sexualtherapeutin gebrauchen könnte. Und es ist eigentlich noch ein viel weiteres Feld, denn die Sexualität, die ist so unterschiedlich, wie es Leute gibt. Es gibt sexuelle Vorlieben, es gibt auch sexuelle Störungen und alles vermischt sich andauernd, das Medizinische und das Psychische. Und auch da ist es ganz gut, wenn mal eine Therapeutin da hinschaut und sagt, ja okay, hier musst du mal zum Herrn Doktor gehen oder zur Frau Doktor, zum Urologen, zur Gynäkologin. Und hier müssen wir mal in die Familiengeschichte reinschauen und hier gucken wir mal in die Paardynamik hinein. Mhm. Alles hängt mit allem zusammen. Ja, ja. Lass uns langsam ranarbeiten, denn Herr Dr. Boinoff, es ist ja gar nicht so einfach, kann ich mir vorstellen, dass der eine zu seinem Partner oder die eine zu ihrem Partner sagt, lass uns mal zu einem Paartherapeuten gehen. Ich meine, sowas kann ja auch verletzend sein. Was schlagen Sie da vor? Wie sollte man da rangehen, wenn einer der beiden Paare das Bedürfnis hat, zum Paartherapeuten zu gehen? Wie sollte man das seinem Partner beibringen? Also das ist natürlich sehr unterschiedlich. Für mich merke ich dann immer, wer zuerst anruft. Das sind gar nicht unbedingt immer nur die Frauen übrigens, sondern es sind auch häufig die Männer, die sozusagen inzwischen unzufrieden sind und denken, vielleicht kann die Paartherapie was helfen. Aber innerhalb des Paares finde ich am besten, wenn man es offen anspricht. Ja, also normalerweise, wenn man das sagt, jetzt sollte man mal zum Paartherapeuten gehen, dann sind schon Gespräche gelaufen, dann sind schon Krisensitzungen und dann gab es schon sehr schwere Phasen. Und dann ist eigentlich der Vorschlag ganz naheliegend, wenn man
Also ich sage ja, bei den Paaren, die zu mir kommen, bei ihnen sind nicht sie oder sie krank, also Mann oder Frau, sondern die Beziehung ist krank. Und die kann ja sozusagen kränkeln, ohne dass jeder Einzelne von denen sozusagen jetzt einen Vogel hat oder krank ist. Und das entlastet häufig die Paare, wenn man sagt, also sie einzeln sind ganz okay und muss man jetzt nicht als psychisch krank betrachten, aber die Beziehung stimmt nicht. Und da kann man, wie wenn man normal krank ist, zum Arzt geht, so kann man so eben dann einfach zum Paartherapeuten gehen. Und manchmal hilft es und manchmal hilft es leider auch nicht. Mhm. Aber da, wenn ich mich da gerade einklicken darf, so läuft es ja optimalerweise, dass beide sagen, naja, wenn das Auto kaputt ist, bringt man es in die Werkstatt und wenn die Beziehung kaputt ist, gehen wir zur Paar- und Sexualtherapie. Oft ist es ja, also was Sie gerade eben gemeint haben, Herr von Hofen, es kann schon auch kränkend sein. Ja? Also ich erlebe das schon manchmal, dass dann einer sagt, ja, Moment, die Sexualität, das ist unser privates Geheimnis, da mischt sich keine dritte Person mit ein. Und wenn dann, natürlich, wenn die Verzweiflung dann groß ist, aber ich erlebe das sehr, sehr oft, dass einer der Partner jahrelang darauf hinarbeiten muss, bis dann der andere endlich dazu bereit ist, dieses intime Geheimnis, das Bettgeheimnis mit einer dritten Person zu teilen. Ja, würden Sie denn sagen, dass Sex in unserer Gesellschaft eher über- oder unterbewertet wird? Was beides. Beides. Ich würde mal sagen, in den Medien, so wie es dargestellt wird, ist es überrepräsentiert. Das würde ich mal sagen, ist nicht wirklich Sexualität. Da wird Sex irgendwie gezeigt, dass alles irgendwie sexualisiert wird. Aber die Sexualität, die sich zwischen zwei Menschen abspielt, die ist völlig unterrepräsentiert. Da finden die Menschen plötzlich so eloquent und wortgewandt, sie normalerweise sind. Aber da finden dann viele Menschen einfach nicht die richtigen Worte, um zu sagen, so wäre es mal schön, probieren wir doch mal das und das aus. Und übrigens, es ist so toll, mit dir jetzt hier zusammen Dinge zu machen, die ich mit niemand anders machen würde. Die Leute trauen sich nicht, darüber zu sprechen. Und ich finde immer, wenn Sexualität auch Intimität ist, und dann gehört das Wort einfach mit dazu. Ja, und wie schaffen Sie da so eine vertrauensbildende Maßnahme zu etablieren, damit man überhaupt erstmal sozusagen sich ihm gegenüber öffnet? Das ist natürlich wahrscheinlich für den einen oder anderen nicht das Leichteste. Ich spreche einfach drauf los. Ja, ich breche das Eis, indem ich die Sachen einfach anspreche. Und dann wissen meine Patienten oder Klienten, okay, die benutzt die und die Wörter dafür. Ich sage also Masturbation und Geschlechtsverkehr und Klitoris und Penis. Und also dann gebe ich das Vokabular schon mal vor und dann wissen die, okay, mit diesen Wörtern blamiere ich mich nicht. Das scheint hier irgendwie so üblich zu sein, dass man auf die Art und Weise redet. Und dann spreche ich die Sachen an und dann merke ich, dass die manchmal auch sehr verdutzt gucken. Dann sage ich, naja gut, drumherum reden hilft ja nicht. Das wird ja nur teuer und es zieht sich endlos in die Länge. Ja. Und dann lachen sie alle und dann sagen sie, ja, da haben sie ja eigentlich recht. Herr Dr. Woinhoff, haben Sie denn das Gefühl, dass durch die Veränderung der Rollenbilder, die man ja nun von Mann und Frau auch hat, auch die Beziehungsprobleme andere geworden sind? Sicherlich, aber vielleicht noch, um unsere Zuschauer nicht zu sehr zu verschrecken. Also Paartherapie ist nicht automatisch Sexualtherapie. Also deswegen ist es einfacher, wenn man zu seinem Partner, zu seiner Partnerin sagt, gehen wir doch mal in Paartherapie. Das ist dann eher harmlos, als zu sagen, wir müssen unbedingt zu einer Sexualtherapeutin. Das ist ja dann eigentlich sozusagen die Eskalationsstufe und da gibt es bestimmt deutlich mehr Hemmungen, bei wem auch immer. Aber natürlich mündet eine Paartherapie häufig auch in die Sexualtherapie, beziehungsweise es gibt dann halt auch sexuelle Probleme, aber manchmal auch gar nicht. Manchmal versteht sich das Paar sozusagen nur noch in der sexuellen Ebene und es hat dann typischerweise eine sehr gute Prognose, dieses Paar. Aber natürlich mit den neuen Rollen, die Männer und Frauen haben, ändern sich natürlich auch die Probleme. Das wissen wir alle, das steht jeden Tag in der Zeitung. Die Ansprüche steigen und leider ist es so, früher hatten wir halt sozusagen unsere angestammten Rollen und die Männer wussten, was sie zu tun haben und die Frauen. Ich will zu dieser Zeit um Gottes Willen nicht zurück, aber heute gibt es eine Doppelbelastung für beide halt. Also die Frauen sollen sich doch noch um die Kinder mehr kümmern, im Haushalt gut aussehen, aber dann doch noch Karriere machen. Und die Männer sollen ebenfalls Geld verdienen, aber natürlich sich um Haushalt, Kinder und so weiter auch kümmern. Also das ist eine Doppelbelastung, die stressbedingt. Und wenn wir bei der Sexualtherapie sind, Stress ist ein Libido, ein Sexualkiller. Ja, und wenn ich Paare habe und ich die Sexualität anspreche, dann kommt sehr häufig
naja, wir müssen halt unsere ganzen Listen arbeiten und dann abends um 11:30, 12 sind wir dermaßen fertig und fallen todmüde ins Bett und dann noch Sex haben, das kommt dann immer zu kurz. Und da wird Sex leider nicht oben auf die Liste gesetzt, sondern ganz unten. Und dann plädiere ich dafür, dass man die Sexualität eines Paares deutlich wichtiger nimmt, am besten als eine natürliche, tägliche oder normale Tätigkeit wie alle anderen auch, die man aber bitte miteinander zu tun hat und auch macht. Darf ich noch was zu sagen zu Ihrer Frage, Herr van Hoeven? Sie hatten ja gefragt, dieses Rollenverhältnis, ob sich das ändert. Und ich erlebe das in meiner Praxis auch immer, nach meiner Meinung ist es natürlich völlig richtig, dass Männer und Frauen in den ganzen gesellschaftlichen Belangen absolut gleichgestellt werden, dass sie gleichen Rechte haben und so weiter. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber Gleichstellung, gleiche Rechte heißt, soll nicht verwechselt werden mit Gleichmacherei. Männer und Frauen sind unterschiedlich. Und das merkt man tatsächlich im Bett. In der Beziehung ist es vielleicht noch okay, dass man so darüber reden kann. Wobei, wie Sie da sagen, Herr Dr. Heronoff, natürlich gibt es da auch noch gewisse Rollenverhalten. Aber im Bett, da ist das komischerweise dann nicht mehr da. Und da behaupte ich einfach mal, es würde der Lust so gut tun, wenn Männer dort Männer sein dürfen und Frauen dort Frauen sein dürfen. Und Frauen, also weiblich sein, heißt ja nicht automatisch, heißt überhaupt nicht, dass Frauen sich klein machen. Weiblich heißt nicht kleinlich oder sonst irgendwas. Weiblich heißt einfach nur, dass Frauen andere Methoden haben, mit einem Mann zu flirten, andere Methoden, ihn anzumachen, andere Methoden, wie sie ihre Lust zeigen und dass die Rollen von Mann und Frau im Bett einfach unterschiedliche sind. Und ich erlebe Frauen, die die tollsten Berufe, ja, angesehene Rechtsanwältinnen und sonst was, die sagen, ich drücke mich jetzt einfach mal wirklich Originalton aus und wenn ich aus der Dusche komme, das Handtuch um meinen Körper gewickelt, dann würde ich mir so wünschen, dass er mir einfach mal das Handtuch vom Leib reißt und mich hier an Ort und Stelle nimmt. Ja. Und das trauen sich die Männer aber leider nicht mehr, weil es dann sofort heißt, naja, das ist vielleicht irgendwie ein Macho und Schubi, die Rechte der Frauen nicht ernst und so weiter. Das ist ganz, ganz schwierig. Also ich kann Ihnen nur zustimmen, wenn ich darauf antworten darf. In Zeiten von MeToo sind viele Männer leider sehr, sehr verunsichert, viel mehr verunsichert, als sie sein müssten und auch es auf die Frauen wünschen. Also man ist ja sofort in der sozusagen übergriffigen Lüstling und Missbraucherebene und dann sagen die Männer lieber, mache ich nichts und warte, bis die Frau ihnen sagt, bitte fang an oder mach das und das. Mhm. Und das wollen die Frauen manchmal, wie Sie so schön gesagt haben, eben gar nicht. Ich würde nur sagen, es gibt ein schönes Buch, das heißt Das Paradies ist weiblich. Und das kenne ich auch. Über eines der letzten Matriarchate irgendwo in China auf einer Hochebene, aber in der Sexualität, da ist alles umgedreht. Die Frauen haben die Macht, die Frauen bestimmen, die Frauen haben auch sozusagen das Geld, aber in der Sexualität sind es noch die alten Rollen. Das fand ich hochinteressant, weil sonst funktioniert es nicht. Das bringt unser evolutionäres Erbe oder was auch immer mit uns mit. Und wir finden ja auch, wir unterscheiden ja uns auch mit den Partnerwahlkriterien. Ein Mann findet bei einer Frau andere Dinge gut, wie eine Frau bei einem Mann. Und dem muss man auch gerade in der Sexualität auch entsprechen. Und das geht eben nicht, nochmal ein kleines Satz, lassen Sie auch wieder zu Wort kommen, Herr van Hoeven. Ich habe so Zeit, um diese beide führen, da möchte ich mich nicht einmischen, Sie sind die Experten. Ich hatte mal ein Interview mit der Welt und da war ich mit einer promovierten Redakteurin im Interview und da ging es um genau das Thema und da hat sie mich gefragt und es war gar nicht böse, es war einfach so, ja, aber jetzt nach so und so viel Zeiten Emanzipation, da wäre es doch mal an der Zeit, dass man diese Rollen umschreibt. Aber noch, das, wie Sie auch gesagt haben, man kann sie nicht umschreiben. Diese Rollen sind einfach in unseren Genen verankert. Und man muss halt jetzt irgendwie schauen, dass man sie schon modern auslebt. Aber man kann jetzt nicht einfach sagen, man stellt das auf den Kopf. Ich würde gerne von Ihnen beiden mal wissen, ob es in einer Beziehung einen gewissen Zeitpunkt gibt, in dem Beziehungen sozusagen besonders gefährdet sind. Frau Dr. Wagner, vielleicht fangen Sie an, aus Ihrer Erfahrung. Wo würden Sie sagen, gibt es da so Knackpunkte? Das hängt vielleicht ein bisschen davon ab, wie intensiv das Paar sich kennenlernt. Und also so diese magische Sieben, ich glaube, die ist vielleicht schon so
eventuell ein Anhaltspunkt. Aber ich glaube, der größte Faktor ist, wenn Kinder auf die Welt kommen. Das, also jetzt gar nicht so sehr von den Jahren her abgesehen, sondern das stellt dann die Beziehung auf eine echte Belastungsprobe. Mhm. Und dann ist ein anderer Zeitpunkt, wenn einer der Partner dann berentet ist und zu Hause sitzt oder beide sitzen zu Hause und haben dann diese unglaubliche räumliche Nähe und müssen dann lernen, trotz räumlicher Nähe sich gegenseitig auch Freiräume oder sich für sich selbst Freiräume zu erkämpfen. Ja, wenn Sie wollen, kann ich auch was dazu sagen. Also meiner Erfahrung nach ist der erste kritische Punkt, wenn die Hochverliebtheitsphase vorbei ist. Also wenn sozusagen das Hochgebirge der Liebe, sozusagen wenn man dann absteigt, also entweder auf das Hochplateau der richtigen Liebe, der ruhigeren Liebe, und manche sind dann irgendwie enttäuscht und wollen sofort wieder den Kick, und dann dauert so eine Beziehung tatsächlich nicht besonders lang, eben nur die Verliebtheitsphase. Tatsächlich, wie Sie sagen, diese 7 Jahre, das ist dann, wenn vielleicht die Kinder aus dem Allergröbsten raus sind, so nach 7, 10 Jahren. Übrigens ist der Scheidungspunkt bei 14 Jahren hat ein Maximum in Deutschland. Und sicherlich, wenn die Kinder aus dem Haus sind oder aus dem Aller, sagen wir mal so, was weiß ich, dann studieren und man denkt, man könnte sich jetzt trennen, ohne dass die Kinder praktisch ihr Heim verlieren. Das ist... kommt häufiger vor, das sind dann tatsächlich ältere Paare, die sich dann doch immer häufiger scheiden und denken, ich habe noch viel Zeit vor mir in meinem Alter, suche mir noch einen neuen Partner und möchte dann da noch mal anders leben. Was ist da Ihre Erfahrung? Sind es in erster Linie Männer, die, ich sage jetzt mal klischeehaft, die sich dann jüngeren Frauen zuwenden? Oder wie sieht es mit den Frauen aus, die ja mittlerweile auch nach jüngeren Männern sich umschauen? Also, wollen Sie sagen, ja? Ich kann gerne anfangen, ja. Also mit den Frauen, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass sie sich jüngere Männer suchen. Ich glaube, wenn Frauen so um die 50 werden, dann wollen sie einfach so nicht mehr weitermachen. Sie haben die Kinder sind aus dem Haus und sie haben vielleicht, und sie merken dann vielleicht wie mit einer Lupe, dass vielleicht ist der Partner einfach innerlich viel älter und gar nicht von den Jahren her. Ich weiß gar nicht, ob Frauen jetzt unbedingt so viele Augen auf jüngere Partner werfen, das glaube ich gar nicht. Aber wenn die Lebendigkeit aus der Beziehung herausgegangen ist, das ist für Frauen oftmals ein Grund, dass sie sagen, nee, also so will ich das jetzt nicht weiterhaben. Und bei Männern so mit der Midlife-Crisis, aber das würden Sie vielleicht passenderweise eher erklären. Ich kann aber zu den Frauen sagen, also ich stimme Ihnen zu. Also so Frauen, wenn es so auf die 50 zugeht, da müssen sich die Männer warm anziehen, weil dann denken die geben nochmal richtig Gas. Und da gibt es doch nach meiner Wahrnehmung eher so die Frauen, die die Beziehung in Frage stellen, die den Mann auch in die Paartherapie schleifen oder dann auch ihn verlassen. Eventuell auch für einen anderen, vielleicht sogar auch älteren Mann oder also als ihr Partner. Also aber die Kriterien sind anders. Also die sagen, ich brauche jetzt den Herzenspartner, der muss jetzt nicht unbedingt der Familienernährer sein, der soll auch gut im Bett sein. Manchmal hat es da auch gehapert, die sagen, ich will jetzt endlich mal hier Lust empfinden. Also da haben sich die Rollen doch deutlich auch geändert, muss ich sagen. Und klar, also nochmal der Klassiker, dass jetzt der Mann sich eine jüngere Frau sucht, jünger als seine Ehepartnerin, gern so um die 50 oder ein bisschen älter, das gibt es natürlich immer noch. Aber nach meiner Erfahrung eigentlich immer weniger. Also die unzufrieden sind eher die Frauen, die dann wirklich die Beziehung in Frage stellen. Die Männer sind dann eher so die Fremdgeher, die gehen dann mal so, die haben dann vielleicht noch eine Geliebte, aber sie bleiben dann eher noch bei ihrer Frau und sind dann etwas konservativer. Aber die Frauen haben häufig dann wirklich einen Durchstarter nochmal und da ist kein Kraut dagegen gewachsen. Herr Dr. Wollnoff, vielleicht dann gleich die Anschlussfrage. Ich meine, was kann man denn im Vorfeld tun, damit solche Probleme vielleicht in den kritischen Phasen gar nicht aufkommt? Können Sie auch so ein bisschen prophylaktisch da Tipps geben? Also was ich den Paaren empfehle, ist, dass sie sich zusammensetzen und sagen, wir sind zusammengekommen, weil wir Kinder kriegen wollten und die sind jetzt vielleicht aus dem Haus demnächst und wir müssen sozusagen, wir brauchen eine neue wie eine neue Ehe nochmal schließen. Einfach sagen, was macht jetzt der nächste Lebensabschnitt aus? Was kann ich für dich tun? Was kannst du für mich tun? Was können wir gemeinsam tun? Wo können wir einen neuen Sinn in unserer Beziehung sehen? Weil das, weswegen wir damals zusammengekommen sind, dieser Sinn ist eigentlich erfüllt, manchmal auch sehr schön im Guten. Also, dass man im Vorfeld sich überlegt, was können wir gemeinsam in dem neuen Lebensabschnitt machen, der uns jetzt
sozusagen bevorsteht, weil nach wie vor der Sinn ist eventuell manchmal erschöpft und der Neue stellt sich nicht ein. Ja, Frau Dr. Wagner, was halten Sie so, ich fand diesen Begriff ganz gut, Enttäuschungsprophylaxe, dass man also schon mal vielleicht sich so ein paar Krisen vielleicht überlegt und darüber spricht und die somit sozusagen theoretisch schon mal durchgelebt hat. Macht sowas Sinn? Für das ganz ideale Paar mag das schon so sein. Ja klar, wenn man so ein paar Fallstricke kennt und sich da zum Beispiel schon mal vorbereitet, wie vorhin schon genannt worden ist, Sex immer nur dann, wenn nichts anderes mehr zu tun ist, das ist so etwas, was man vermeiden sollte. Ich halte eher so etwas anderes für sehr viel wesentlicher, und zwar, dass man einander immer zugewandt ist. Es gibt ja so verschiedene Fluchtwege der Liebe, und eins ist sicher, dass man den anderen so entsubjektiviert, dass man den nur noch so oberflächlich sieht und ihn nicht mehr als Subjekt, als Persönlichkeit wahrnimmt. Die Oberfläche ist ja auch vertraut. Der oberflächliche Mensch sitzt ja jeden Morgen bei mir am Frühstückstisch und trinkt seinen Kaffee. Aber was geschieht tief im Innern? Das ist zum Beispiel so eines. Oder was bei einigen auch vorkommt, ist diese Verniedlichung. Also auch, würde ich sagen, ein Fluchtweg der Liebe, die ich bei vielen Paaren so sehe, dass die sich so in Kindersprache miteinander reden, sich so alberne Kosenamen geben. Da kann man natürlich ja nicht erwarten, dass man dann wirklich noch ernst genommen wird. Und ich finde sowas, dass man auf dieser Ebene so einander immer auf Augenhöhe begegnet und sich immer klar macht, der andere ist eine eigene Person. Ich kann noch so gut glauben, dass ich ihn von innen und außen kenne, er wird immer irgendwelche Geheimnisse bergen. Und wenn ich dieses Gefühl, dieser Einstellung dem anderen begegne, dann bin ich, glaube ich, auch sensibel genug, irgendwelche herannahenden Katastrophen frühzeitig zu erkennen. Ja. Was sagt Ihnen Ihre Erfahrung in Bezug auf Verlieben? Verliebt sich ein, sagen wir mal, 60-Jähriger noch genauso wie ein 20-Jähriger? 60er, 80-Jähriger, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Das ist, also das Verliebtsein, das altert überhaupt nie. Was vielleicht altert, sind dann die physiologischen Reaktionen, also die Körperreaktionen, die Erektionsfähigkeit und die Lubrikationsfähigkeit, also das Feuchtwerden, das kann sich schon verzögern. Aber das Verliebtsein, da gibt es keine Altersgrenze. Überhaupt nicht. Das ist man verliebt sich vielleicht anders, man verliebt sich mit dem Älterwerden vielleicht tiefer und nicht mehr so, heute da, morgen da. Aber der Zustand des Verliebtseins, ich glaube, der ist in jedem Alter gleich. Ich habe es nie glauben wollen, aber ich mache das ja jetzt schon eine ganze Zeit lang. Ich war auf einem Kongress und da hat mir eine 80-jährige Frau gesagt, da war der junge Handwerker bei ihr im Haus, hat gesagt, und wissen Sie, ich vergesse, dass ich 80 bin, ich fühle mich wie 20, ich weiß, dass ich keine Chancen bei ihm habe, aber ich bin so verliebt, als sei ich wieder ein 20-jähriges Mädchen. Und ich konnte es immer wieder bestätigen aus der Praxis. Ja, kann ich auch bestätigen. Es gibt nicht wenige Patienten, die ich habe, die sich jenseits der 50 das erste Mal richtig verliebt haben. Und das ist auch eine gute Botschaft, weil die denken, ich bin nicht liebesfähig. Und dann sage ich, nein, vielleicht kommt es noch. Vielleicht ist der Richtige noch nicht da gewesen. Vielleicht waren Sie noch innerlich nicht bereit. Also da kann ich nur zustimmen. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Kurze Pause, gleich geht's weiter mit Menschen in München, präsentiert von der Lejeune Akademie München. Wie ist es bei Ihnen, Herr Dr. Wollnoff, wenn ein Paar zu Ihnen in die Praxis kommt, ist es dann auch manchmal so, dass derjenige, der zu Ihnen kommt oder diejenige, versucht, durch Sie den Partner zu verändern? Ja, das kommt sehr häufig vor. Also manchmal kommt einer in die Praxis, sagen wir der Mann, und der hat praktisch wie so eine Mängelliste der Frau dabei und die gibt er mir und sagt, also bitte reparieren, also wie mein Auto praktisch bei der Werkstatt abgibt, aber es kommen auch Paare und dann kommt die erste Enttäuschung im Grunde, wenn ich sage, also nicht der oder die ist jetzt krank, wie das jeweils vom anderen Partner da gesagt wird, also der spinnt oder die spinnt und machen Sie den mal richtig, sondern ich sage, Sie kommen hier gemeinsam und die Beziehung scheint offensichtlich nicht zu funktionieren. Aber das kommt häufiger, dass man denkt, dass man sich sozusagen reinwäscht und alle Schuld auf den Partner oder die Partnerin schiebt und nur der hat sozusagen
Probleme mit sich, mit Psyche, mit damals und Elternhaus und ich bin clean. Das kommt tatsächlich häufiger vor. Ja. Ja, ich kenne das, das auch und das, also diese Mängelliste. Und ich antworte dann häufig, den anderen kann man ja nicht ändern. Was tun Sie denn, um damit das nicht weiter provoziert wird? Also man kann nur an sich selber eigentlich arbeiten. Und wenn der andere halt diese Mängelliste hat, dann muss ich mich natürlich fragen, warum lasse ich mir das alles gefallen? Was bindet mich denn an ihn? Kann ich dann vielleicht über diese Mängelliste hinwegsehen? Oder verbiege ich mich, um damit klarzukommen? Da muss ich mich auch wirklich fragen, warum lasse ich mir das gefallen? Also ich bin da schon auch recht provokant. Ja, also das würde mich nämlich zu meiner nächsten Frage führen. Wenn man da so zu dritt sitzt, dann hat ja eigentlich jeder so eine Rolle. Und welche Rolle übernehmen Sie eigentlich? Wie würden Sie Ihre Rolle... Ich stehe eigentlich so hinter der Beziehung. Ich versuche mich nicht auf den einen oder auf den anderen einzulassen. Natürlich habe ich meine Meinung. Also es wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, ich bin ja tolerant mit allem. Ich habe natürlich meine Meinung. Ich denke, damit bin ich aber auch authentisch. Und wenn ich den Auftrag verspüre, dass hier die Beziehung oder die Ehe gerettet werden möchte, dann verkörpere ich quasi so die Ehe oder die Beziehung. Manchmal ist der Auftrag aber auch einfach mal die Situation klären. Da möchte der eine unbedingt an der Ehe festhalten und die andere Person hat sich innerlich eigentlich schon verabschiedet, dann bin ich eher so, so ein Vermittler. Und wie schaffen, ich meine auch wahrscheinlich eine Frage an Sie beide, aber vielleicht antworten Sie zuerst, Herr Dr. Wollnoff, wie schaffen Sie es, neutral zu bleiben? Also wenn man so zwei Menschen gegenüber sitzt und hört denen so eine Weile zu, dann ist es ja nur menschlich, dass man sich vielleicht auf die Seite von der einen oder dem anderen schlägt. Gibt es da einen Trick, dass man eben, wie Frau Dr. Wagner sagt, neutral bleibt? Geht das überhaupt? Also neutral ist für mich das falsche Wort. Also ich versuche sozusagen zweizeitig, also bei beiden zu sein. Ich versuche zu beiden zu halten. Also am besten, wenn ich beide auch irgendwie mag, dann ist es für mich am einfachsten. Aber ich sage Ihnen eins, eines der schwierigsten für mich ist bei der Paartherapie so eine gewisse, sagen wir mal, Parteilichkeit, die man innerlich emotional nicht immer ausschalten kann, dass man die nicht nach draußen trägt. Aber es gibt schon auch mal Themen, wo ich dann sage, bevor ich jetzt irgendwie mich zurückhalte, also meine prinzipielle Meinung persönlich wäre das, aber vielleicht ist für Sie ja was anderes richtig, aber man muss versuchen, praktisch zu beiden zu halten und beide auch zu verstehen. Also neutral ist, glaube ich, zu weit weg. Man ist ein bisschen näher dran, also und kann dann eigentlich besser vermitteln. Und meistens funktioniert es eigentlich auch. Ich bin auch nicht wirklich neutral. Ich habe gesagt, ich bin auf der Seite der Beziehung und mich ärgern Einzelne auch. Natürlich mag ich die eine Person mehr und die andere weniger. Das kann schon auch vorkommen. Und ich versuche dann folgenden Therapeutentrick. Also wenn ich jetzt eine Person weniger mag, dann versuche ich zu verstehen, warum, was ärgert mich denn so daran? Und das ist dann aber häufig so ein Schlüssel, um diese Person dann besser zu verstehen. Ich meine, eins ist völlig klar, Sie werden wahrscheinlich sagen, dass Sie es sind, aber trotzdem die Frage, wenn man sich überlegt, zu einem Paartherapeuten oder zu einer Paartherapeutin zu gehen, wie sollte man vorgehen? Wie findet man den oder die Richtigen für sich? Mhm. Haben Sie einen Vorschlag, Frau Dr. Wagner? Ich denke, es muss auf der persönlichen Ebene irgendwie stimmen. Ich meine, es gibt so Listen von therapie.de, da empfehle ich ganz gerne mal da nachzuschauen. Es gibt die Internetauftritte. Es gibt leider ja keine Institutionalisierung dieses Berufs. Das heißt, jeder ist sehr individuell. Die einen machen mehr Körpertherapie. Ich arbeite viel nach diesem Differenzierungskonzept von David Schnarch. Das spricht zum Beispiel einige Menschen an. Und die Psychosomatik ist auch wichtig. Ich glaube, jeder, weil es keine Institutionalisierung gibt und keine offiziellen Kriterien, muss eigentlich so diese persönliche Ebene, muss es da eigentlich stimmen. Oder anders gesagt, wenn die nicht stimmt, dann kann der eine so viel Scheine und Qualifikationen haben, wie er will, dann nützt das alles nichts. Ja, da kann ich nur zustimmen. Also man muss, es ist auch in der Einzeltherapie, ich mache auch viel Einzeltherapie. Ich frage dann die Patienten, kommen Sie prinzipiell gern her, passt es? Also
Also wenn sie dann schon irren Widerstand haben und bei den Paaren auch, wenn ich einem von den beiden irgendwie unsympathisch bin oder der so einen inneren Widerstand hat und die Frau denkt, der tut sich nur mit meinem Mann solidarisieren, dann hat es keinen Sinn. Also die Entscheidung, ob es die richtigen sind, entscheidet sich in der ersten Stunde eigentlich. Letztendlich vom Gefühl, und das muss man auch nicht erklären können. Man kann sagen, es passt für mich nicht und das ist auch total in Ordnung. Ja, ich würde gerne Ihnen über ein, so modern ist das Thema nicht mehr, aber es gehört zu den moderneren Themen und das ist das Online-Dating. Was ist da Ihre Erfahrung? Also wenn man so bei Tinder ist oder so, dann kann man ja immer weiter swipen und man hat das Gefühl, wahrscheinlich der bessere Partner, wer ist jetzt der Nächste, den ich jetzt hier nicht angeswiped habe? Also wie erleben Sie das in Ihren Praxen, Frau Dr. Wagner? Also ich habe, zu mir kommen viele, die sich da unheimlich schwer tun. Die dann sagen, das habe ich so und so viel. Diese eine blonde Frau, die bildhübsch ist und die tausende von Partnern schon einfach weitergewischt hat, weil bei dem stimmte die Nase nicht, bei dem stimmte die Augenfarbe nicht, der dritte hatte den falschen Beruf. Und da hören sie schon heraus, dass ich dem gegenüber sehr kritisch eingestellt bin, weil das normale Kennenlernen, also normal jetzt so, das frühere Kennenlernen, das ist ja so, dass man so verschiedene Distanzen überwindet. Man sieht zunächst mal den einen so von Weitem, denkt man, ach ja, der könnte mir ganz gut gefallen, dann kommt man sich näher, wechselt ein paar Worte, man ist vielleicht angenehm von der Stimme überrascht, dann kommt man sich vielleicht noch ein bisschen näher, indem man sich dann verabschiedet und man denkt, ach ja, der Geruch ist auch angenehm und diese Sachen, ich glaube, die sind so viel wichtiger und als dann tatsächlich der gleiche Beruf oder die gleiche politische Einstellung. Und mit dem Online-Dating wird das alles außer Acht gelassen. Aber es wird doch gesagt, dass ich also eine Sympathie in den ersten paar Sekunden sozusagen sogar schon einstellt, nicht? Also von daher, vielleicht nochmal eine weiterführende Frage an Herrn Dr. Wollnoff. Die Auswahl ist doch einfach jetzt viel größer. Also wenn ich in einem kleinen Ort bin und da also, weiß ich nicht, die paar Frauen, die sozusagen auch altersmäßig zu mir passen, kenne und jetzt die Möglichkeit habe, sozusagen auf der ganzen Welt zu gucken, wo vielleicht die richtige Partnerin ist. Ist das nicht ein Gewinn? Doch, also ich bin da anderer Meinung. Ich finde tatsächlich, dass das machen praktisch ganz, ganz viele. Und natürlich ist die Auswahl groß, aber auch gerade bei älteren Leuten, die irgendwo auf dem Land wohnen, die haben gar keine Chance, irgendjemanden kennenzulernen, der jetzt nicht gerade im Dorf, also den, der wirklich zu ihnen passen würde. Es ist wirklich eine große, große Chance, jemanden kennenzulernen und der wirklich zu einem passt und in den man sich verlieben kann, den man sonst im normalen Alltag, in seinen normalen Trampelpfaden überhaupt nicht kennenlernen würde. Also gerade bei berufstätigen Leuten und ganz besonders natürlich auch bei älteren Leuten. Also ich habe ganz, ganz viele Patienten, die das machen und die, wenn sie lang genug suchen, auch Erfolg haben. Und wenn ich das sagen darf, diese unterschiedlichen Schritte, die gibt es ja auch beim Online-Dating. Also man, was weiß ich, wischt oder hat so und so viel Points, dass es zusammenpasst. Da gibt es ja unterschiedliche Portale mit unterschiedlichen Kriterien. Und ich sage dann immer, naja, wenn Sie geschrieben haben, dann telefonieren Sie mal, dann hören Sie sogar schon mal die Stimme, dann hat man schon was Persönliches und dann möglichst schnell treffen und dieses erste Treffen bitte nicht Dating nennen, sondern Seeing, so macht man es auch in England. Also man schaut sich halt mal an, ohne irgendwie große, sagen wir mal, Erwartungshaltungen und dann kann man sich auch mal riechen und dann entscheidet sich überhaupt erst, ob es der andere oder die andere ist, wenn man sich persönlich trifft, da gebe ich Ihnen recht, Frau Wagner, das ist das Entscheidende. Aber überhaupt so einen Menschen kennenzulernen und bis zum ersten Treffen zu bringen, da gibt es wirklich tolle neue Möglichkeiten, die viele Paare, muss ich sagen, zusammenbringen. Man kann es natürlich übertreiben wie alles, aber ich glaube, es ist gerade für Leute, wie gesagt, für ältere Leute, es ist eine echte gute Chance, dort noch einen Partner zu finden. Also was ich persönlich ja am besten finde, wenn man selber sozusagen da mal nicht weiterkommt bei dem Thema, dann gibt es ja dieses Matchmaking. Also da ist dann jemand Drittes, der sagt, ich kenne da jemand, der könnte zu dir passen. Dann weiß man zumindest, dass es kein Schwerverbrecher ist oder sonst wie ein gefährlicher Mensch, sondern weiß man wenigstens, das ist jemand, den die andere Person, die ich kenne, dem vertraut. Also das ist vielleicht auch eine Möglichkeit,
andere kennenzulernen. Also das ist das jetzt vielleicht nochmal dieses Ratschlag geben, was mich jetzt wundert, dass Sie beide das tatsächlich gesagt haben in ihrer Therapiestunde. Ist es nicht eigentlich so, dass die Patienten oder ihre Klienten, besser ausgedrückt, das selber rausfinden sollen, Frau Dr. Wagner? Ja, das ist der gute alte Freud, der gesagt hat, dass das irgendwie alles in einem selber liegt. Ja. Es ist so beides. Also Ratschlag soll man tatsächlich nicht sagen, aber ja doch Hinweise, Wege eröffnen, zeigen, einen neuen Horizont aufziehen, sowas mache ich schon. Wenn die Menschen dieses Gefühl haben, sie sind so hier in der Sackgasse, da geht es nicht weiter, sie haben keine Ahnung, welche Tür und wo es überhaupt, und dann mit denen zusammen eben einen neuen Weg zu finden. Mhm. Ich sage jetzt nicht, jetzt gehen Sie mal da und dorthin, das würde ich mir tatsächlich nicht anmaßen, aber ja, das mit jemandem zusammen zu erarbeiten, das schon. Herr Dr. Wollnoff, ich habe bei meinen Recherchen zu dieser Sendung natürlich geguckt, so, was sind die häufigsten Beziehungsprobleme? Und da habe ich schon festgestellt, dass es fehlender und unbefriedigender Sex ist. Also das ist das, merken Sie das nicht, wenn die Leute zu Ihnen kommen, dass das Hauptthema ist? Also doch. Also das Hauptthema würde ich jetzt mal ein bisschen, also das ist ein extremst wichtiges Thema. Und wenn Paare kommen oder wenn auch Einzelne kommen und es geht um deren Beziehung und ich frage dann immer, wie die Sexualität ist, ob sie überhaupt noch stattfindet, und wenn sie länger nicht mehr stattgefunden hat, dann hat sozusagen diese Beziehung echt eine schlechte Prognose, muss man sagen. Es wird leider zu wenig angesprochen. Letztendlich auch in der Therapie, muss man sagen. Also die kommen teilweise auch woanders. Und dass sie als Sexualtherapeutin, sagen wir mal, nicht automatisch sozusagen im Scope sind, was man machen könnte, bezeichnet es auch. Wir reden alle von Sex, wir machen es viel zu wenig und glauben, es müsste ganz super toll sein und keiner erzählt wirklich, wie es ist. Also ich glaube, Sexualität ist eine ganz, ganz wichtige Grundlage. Und wenn ich das noch sagen darf, man sollte versuchen, die normalen anderen Probleme aus dieser Ebene der Sexualität rauszuhalten. Ganz häufig werden die Männer, meistens so rum, aber auch die Frauen so quasi auf der sexuellen Ebene dann bestraft, wenn sie auf einer anderen Ebene nicht funktionieren. Also ich sage es mal, wenn der Mann den Müll nicht rausträgt, dann darf er abends nicht mit der Frau schlafen. Das ist platt, aber dass man versucht, in der Sexualität sich wirklich als geschlechtsreife Menschen zu treffen und den ganzen anderen Alltagsmist, der immer anfällt, auch in der Familie, dass man den da raushält. Also ja, es ist ja nach wie vor immer ein wichtiges Thema. Welchen Einfluss, Frau Dr. Wagner, hat denn Pornografie, die ja nun auch also im Internet eine große Rolle spielt? Also das hat ja nichts mit diesen Datings zu tun, sondern ist halt für viele wahrscheinlich auch ein riesiges Thema. Wie gehen Sie damit um? Ich habe häufig, wenn Paare zu mir kommen und sagen, die Sexualität, ich habe keine Lust mehr auf meine Freundin oder auf. Und ich frage dann immer, ja, wie schaut es denn mit dem Pornokonsum aus? Ja, das mache ich schon regelmäßig. Und so. Dann weiß ich eigentlich schon genau, wo da der Hase langläuft. Ja, das Problem ist mit dem Porno, dass es einfach so leicht zugänglich ist. Und mit dem Aufkommen des ersten iPhones 2008 hat gleichzeitig die Rate der Erektionsstörungen und der Luststörungen, vor allem der Männer, zugenommen. Und je mehr die Smartphones verteilt sind, desto mehr ist genau die gleiche Steigung der Kurve. Und das hat was damit zu tun, wenn man die Pornos jetzt eben heute sehr viel mehr sieht und diese ganz krassen Darstellungen teilweise, dann unterwirft man sich unfreiwillig einer Konditionierung. Und dann erwarten die Männer, die haben gar keine Entscheidungsfreiheit mehr, sie erwarten dann von ihrer Partnerin, dass die da ähnlich sind, dass die sich genauso äußern, sich genauso darstellen, dass sie diese Techniken haben, dass die so aussehen und sind dann oft vom realen Leben einfach enttäuscht. Es sind mittlerweile ein Drittel der Männer unter 40, die Erektionsstörungen haben. Und das gibt es eigentlich gar nicht. In dem Alter hat man keine Erektionsstörungen. Also mal von ein paar ganz seltenen Fällen abgesehen. Und das hat so enorm zugenommen. Mhm. Also das ist für mich keine gute Entwicklung. Das geht ja so in Richtung Masturbationsgesellschaft. Mhm.
Also ich kann nur sagen, das ganze Thema mit Paaren und Paarbeziehungen ist natürlich ein höchst spannendes. Und ich merke, wir könnten uns dann bestimmt noch 2-3 Stunden weiter unterhalten. Aber tatsächlich, unsere Sendezeit ist jetzt zu Ende. Und deshalb muss ich leider an dieser Stelle sagen, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Und es war sehr, sehr interessant. Vielen Dank. Danke ebenfalls. Danke. Für mich auch. Ja. Danke. Das war Menschen in München mit Jörg von Hofen. Menschen in München wurde Ihnen präsentiert von der Legion Akademie.